gehen wir erstmal hier rein. Oh wow. Und hier, guckt euch das an, alles voll mit Schädeln. Wow. Alter. Jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zum Teil 6 unserer Tschechien-Tour. In der letzten Folge verbrachten wir eine Nacht auf dem Tor zur Hölle. Nun kehren wir Burg Huska den Rücken zu. Nicht weit entfernt auf einem benachbarten Hügel steht eine Burg, deren Bau zeitgleich mit Burg Huska in Auftrag gegeben wurde. Ich schneide gerade das Video, was ihr hier seht, und zwar an meinem neuen Schreibtisch von FlexiSpot. Der FlexiSpot E7 hat eine Traglast von bis zu 125 Kilogramm. Zwei Motoren bringen das Teil auf eine Spitzengeschwindigkeit von 38 mm die Sekunde. Höhenverstellbar von 60 bis 120 cm und super einfach zusammenzubauen. Ihr könnt natürlich auch größere Tischplatten benutzen. Es gibt jetzt schon Valentinstag-Deals, wo ihr teilweise bis zu 200 Euro sparen könnt. Das Ding hält natürlich auch mehr als eine Person aus. Also checkt jetzt den Link unten in der Videobeschreibung aus und viel Spaß mit dem Video. Jo Freunde, nicht weit weg von Burg Huska. Wir haben es schon aus der Burg Huska aus dem Fenster gesehen. Auf einem benachbarten Hügel ist nochmal eine riesige Burg. Sieht aber auch aus wie verlassen, also fast schon Ruine. Und wir dachten, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ja, und hier klettern wir gerade den Berg hoch. Richtig aus dem Stein gehauen hier diese Stufen. Fängt gerade mega an zu winden. Der Himmel zieht sich zu. Also vielleicht macht uns auch gleich das Wetter hier einen Strich durch die Rechnung. Boah, guckt euch diese Stufen an hier. Ja, ist auf jeden Fall leider doch so ein Touristending hier. Das Tor da drüben ist verschlossen, also mit Overnight schwierig, sag ich mal. Leider, ja. Ah, guck mal, die bauen hier eine Seilbahn. Ja, die bauen hier echt eine Seilbahn, ne? Und dann kann man wahrscheinlich irgendwo von da unten aus dem Tal hier hochfahren. Ja, die wollen das hier bestimmt richtig zum Touristenspot herrichten, ne? Deswegen die Seilbahn, damit die Touristen leichter hochkommen. Siehst du erstmal, was hier alles Wald ist? Guck mal, hier ist ein Dorf, da hinten, das zwischendrin ist alles Wald. Ja, alles Wald. Also so große Waldflächen habe ich selten gesehen. Stell dir mal vor, da gehst du ohne Kompass und GPS einfach quer rein. Straight line. Jo, leider alles zu hier. Na, hier. Von Montag bis Freitag. Ja, ist wahrscheinlich jetzt über den Winter komplett geschlossen, ne? Du kannst hier echt an jeder Ecke anhalten, ne? Wirklich an jeder Ecke. Und du musst halt aufpassen, dass du nicht irgendwie in ein Haus reinrennst, wo gerade eine alte Omi ist. Wir hatten es vorhin, ne? Da wollten wir erst anhalten und sind dann nochmal vorbeigefahren und dann stand die Oma im Hintergarten. Sieht hier einfach alles so lost aus. Vieles also ist halt vieles. Auch lost, aber auch dann leer, ne? Ja. Oder nicht mehr zugänglich oder eingestürzt. So fette, alte Blockhäuser, ne? Das hier hinten ist komplett. Das, das ist aber wirklich lost. Ja. Können, ja, komm, da fahren wir doch mal vorbei, oder? Ja, das ist boah, ich glaube,
glaube, da, die haben gar keine Stockwerke mehr, so sieht das fast schon aus. Krass. Aber das ist hier, guck mal, ohne Scheiß, so geht's eigentlich echt im 5-Minuten-Takt, ne? Oder will einer mal gucken? Ja, aber was willst du denn gucken? Na, da kommst du auch nicht direkt rein. Ne? Guck mal, da brennt doch Licht drin, ja. Komm schon! Alter Racer, du! So muss es sein! Wir haben doch Zeitdruck, wir sind auf Tour, wir wollen Location abfahren, wir wollen Geld verdienen, wir wollen reich werden, wir wollen unsere Zuschauer ausbeuten, wir wollen faken! Jetzt geht's los! Ich fand das Faken am besten. Ich fand das Ausbeuten eigentlich viel besser. Nächste Location, genannt das Jägerhaus. Das ist ein ziemlich kleines Häuschen, wie ihr seht. Deswegen werden wir uns jetzt splitten und in Zweiergruppen reingehen. Zuerst Alex und der Sachsen-David und dann Leon und ich. Entschuldigung. Lassen wir die beiden erstmal vorgehen und dann gehen wir hinterher. Ja, dann viel Spaß euch beiden. Also wenn ihr in 20 Minuten nicht wieder draußen seid, dann kommen wir noch euch suchen. Direkt das Tor erstmal auseinandergenommen, ihr Randalierer, ey. Hier sind wir in der Scheune und ich sehe direkt, hier hängt noch so ein Fell vom Reh, sogar noch mit Füßen dran. Und hier müssen wir wohl rein. Boah, shit. Hier ist auch schon das ganze Dach eingestürzt. Boah, alte Toilette hier. Und hier oben ein paar Autoreifen gelagert. Boah, und hier. Uff. Auch noch irgendein Lagerraum hier. Jetzt sind wir hier im Hausflur. Da vorne ist die Haustür. Okay. Was ist das hier? Ah, das ist eine richtig alte Kühltruhe hier. Da habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier vorne der Eingangsbereich. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Oh, wow. Oh, hier sind übelst viele Diplome. Ich denke mal, das ist irgendwie für Hundezucht oder so, ne? Hier sind irgendwelche Hunde überall drauf. Wahrscheinlich hat der Jagdhunde gezüchtet. Höchstwahrscheinlich, weil hier sind auch überall Bilder von 1801. Ja, hier ist auf jeden Fall so die Küche und Esszimmer in einem, würde ich sagen. Ein Bett haben wir hier auch noch in der Ecke. Hier sind auch noch irgendwelche Fellreste. Sieht aus wie von einem Dachs oder sowas. Hier auch einen Schädel. Was ist das? Das scheint vom Reh oder so zu sein, war ein ganz junges. Hier noch die Zahnbürsten. Das ist irgendwie echt spannend hier. Guck mal hier, dieses alte Geschirr noch. Töpfe, Emailletöpfe. Hier noch ein paar Winterschuhe. Kühlschrank noch was drin? Zum Glück nicht. Der alte Holzofen hier in der Ecke. Feuerholz ist auch noch am Start. Ein bisschen Putzmittel hier unten im Schrank. Okay, es hätte mich jetzt aber auch echt gewundert, wenn da noch irgendwas zu essen drin ist. Hier ist auch ein riesiger Haufen an Papierkram. Ich kann mir vorstellen, dass hier mal ein richtig schöner Schreibtisch drin stand oder ein Schrank, der einfach komplett ausgeräumt wurde und dann mitgenommen. Man sieht aber auch hier sind überall so Zeitschriften übers Jagen. Alte Bilder, ey, guck mal, hier hat da irgendeinen riesigen Hirsch erlegt. Hier ist sogar noch so Videofilme, auch über Jagdhunde. Ein weiteres Diplom. Boah, guckt euch mal das Geweih an. Das ist aber sehr, sehr unnatürlich. Krass. Das Bild hat irgendwie was. Das ist krass. Sieht richtig unheimlich aus. Hier auch private Bilder und immer mit so Jagdhunden drauf, ne? Also das war wahrscheinlich echt sein Leben, ne? Die Hunde, die Jagdhunde, die Hundezucht. Oha, guck mal da,
Also, wenn wir nach oben gehen, sollten wir äußerst vorsichtig sein. Das sieht ganz übel aus. Das hier, ist das eine Duschkabine? Hä, das ist komisch. Das sieht aus wie ein Schrank, ein Kleiderschrank. Aber das war mal eine Duschkabine. Ihr seht, da unten ist noch die Duschwanne drin. Auch noch der Duschvorhang ist vorhanden. Und hier hängt noch so eine alte Jagdkluft. So ein Filzmantel. Ah, und man sieht hier gerade dieses Bettgestell, was hier steht. Das stützt hier oben die Decke ab. Seht ihr das? Das ist ja verrückt, ey. Das Einzige, was hier die Decke noch stützt, ist das Bettgestell. Guck mal, wie sich das hier alles runterwölbt, ne? Also das ist arschgefährlich, hier sich aufzuhalten in diesem Raum. Die ganze Decke wölbt sich runter. Alter, ey. Was ist das hier für ein Karton? Raffinerie. Hier ist noch das ganze Schuhputzzeug drinne. Irgendwelche Bürsten und Schuhpflegeprodukte. Oh, nee, auch leergeräumt. Zum Glück. Okay, wir gehen mal nach oben, aber mit äußerster Vorsicht. Weil ihr habt es gerade gesehen. Das ist wirklich gefährlich. Und auch da oben das ganze Dach weg. Hier auch Treppe eingebrochen. Hier auch Leute. Hier seht ihr den Raum, wo wir unten durch sind. Ich nehme mal kurz Leon in Empfang und kläre ihn über die Einsturzgefahr auf. Da war ich auch noch nicht drin. Ja, da ist noch nicht viel, das ist schon komplett eingestürzt. Aber ey, wenn du hier in den Flur reingehst, rechts der Raum, die Decke hängt komplett runter und das Einzige, was die Decke stützt, ist so ein Metallbettgestell, was an die Wand gelehnt wurde. Was? Ey, pass übel auf, Mann. Das sieht richtig gefährlich aus. Das wollte ich dir nochmal eben mitteilen. Angst jetzt gerade nach Fußgang. Ja, ja, guck mal auch hier und so, ne? Also das dauert nicht mehr lange, dann fällt das Ding hier in sich zusammen. Ich gehe jetzt trotzdem mal nach oben, aber mit äußerster Vorsicht, wie gesagt. Und in den einen Raum gehen wir auf keinen Fall rein. Oh, hier kleiner Balkon gewesen. Auch hier ein ganz altes Schwarz-Weiß-Bild. Okay, jetzt wirklich jeden Schritt mit Bedacht setzen. Wow. Alter. Hier ein paar richtig alte Krücken. Ein weiterer Tierschädel. Boah, die ganzen Wände sind voll damit, sehe ich gerade. Alles voll mit Schädeln. Oh, und hier sieht man auch, das beweist auch ganz eindeutig, dass der Herr ein Jäger war. Alles gedeckte Farben. Hier auch noch die guten Gummistiefel. Boah, was ein schönes Tier. Und hier, guckt euch das an, alles voll mit Schädeln. Und ein weiteres Diplom. Was ist das? Becherowska. Kenne ich nicht. Okay, jetzt schauen wir mal nach hier hinten. Aber ganz vorsichtig. Weil ihr seht hier, hier ist alles eingebrochen und da unten wird nur noch die Decke vom Bett gestützt. Zittauer Holzschnitte. Okay, und hier Schlafzimmer. Puh. Ey, das ist wirklich hier in Tschechien was ganz anderes, so diese Atmosphäre. Wir haben auch das perfekte Wetter erwischt. Die ganze Zeit wolkig, am Regnen, nebelig, kalt. Die Blätter verfärben sich. Du bist hier irgendwo mitten in Tschechien und du musst halt echt immer Angst haben, dass wenn du so ein Lost Place betrittst, da irgendwie, keine Ahnung, der Nachbar gleich mit der Schrotflinte um die Ecke kommt. So, das sind halt so die Gedanken, die einem hier durch den Kopf gehen. Hängt man sich sowas auf, ey. Klar, sich irgendwelche Schädel an die Wand zu hängen, irgendwelche Tiertrophäen, das ist halt auch irgendwie fraglich. Aber das ist man halt irgendwie, ja, fast schon gewohnt, ne? Das kennt man halt. Aber so ein Bild von so einem toten Hirsch, im Schrank noch alles voll mit Klamotten, auch wieder die guten Filzmäntel. Und hier das riesengroße Bett. Ja, und hier, guckt euch das an, wie hier der Efeu reinwächst. Boah, Alter! Boah, ein Spinnweben ohne Ende, da freut sich Leon gleich wieder.
Okay, und hier geht's noch auf den Dachboden hoch. Da werfen wir natürlich auch mal einen Blick rein. Angst, dass mir gleich ein Marder ins Gesicht springt oder so. Okay, es ist aber auch nicht groß. Da steht noch eine alte Toilette, ein paar Spülkästen. Sonst ist hier aber auch nichts. Ja gut, ich muss ehrlich sagen, für Tschechien war das jetzt schon eine hier der spannenderen Locations. Alter, ist diese Treppe steil, ey, bist du verrückt. Aber hier ist es halt mehr so Ruinen, ne? Hier ist es halt mehr so diese Atmosphäre einfach, auch jetzt gerade hier im Herbst. Das ist einfach super nice. Aber die Locations an sich, wenn man so verwöhnt ist irgendwann von Lost Places, holt einen das nicht mehr so richtig ab. Aber wie gesagt, das hier ist schon eine der spannenderen Orte auf unserer Liste. Haus des Jägers. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Hier ist sogar noch eine Kellertreppe. Wir gucken mal. Es sieht aber irgendwie aus, als hätte der Keller hier schon mal unter Wasser gestanden. Okay, hier ist aber auch nicht viel zu sehen. Hier war einfach nur ein bisschen Lagerraum, ne? Also das ist ja immer noch so meine größte Horrorvorstellung, ne? Dass man mal in so ein Lost Place, ey, gerade hier so in Tschechien, irgendwo mitten in der Walachei, ey, was findet, was man eigentlich nicht finden will. Ne? Ich will es jetzt auch nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es ist einfach so das Schlimmste, was man sich vorstellt, was man in einem Lost Place findet. Absolute Horrorvorstellung. Okay, aber wir haben alles gesehen. Das war das Haus des Jägers. Und jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Wir haben auf jeden Fall noch was auf der Liste. Hier war nochmal wahrscheinlich ein kleiner Abstellraum oder so, wo... Oh mein Gott. Alter, ich muss hier raus. Alter. Ich hab's gewusst. Junge, guck dir das mal an. Was geht denn ab mit den Spinnen? Ich bin komplett gestört. Was habt ihr denn getrieben jetzt? Wir haben Drohnenaufnahmen gemacht. Was sagst du? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Drohnenaufnahmen gemacht habt. Wir haben. Ihr seht auf einmal beide so glücklich aus. Ja. Das sind wir auch. Vielleicht waren die Drohnenaufnahmen einfach so gut. Ja, das kann auch sein. Geiles Ding, oder? Aha. Richtig interessant. Ja. Der natürliche Verfall, kein Vandalismus. Und oben da in dem Zimmer habe ich schon so gesagt, so, boah, Alter, die spinnen hier. Ja. Das ist ja was für Leon. Fünf Minuten später, Leon geht rein, boah, Alter, ich muss hier raus. Nee, richtig, richtig gut. Ja, das ist richtig schön. Also dieser ja. Verfall, das kommt alles, hast du diesen Einraum gesehen, wo hier diese ganzen Ranken schon... Ja, ja, genau, das meine ich ja, da waren auch die übelsten Spinnenweben drin. Das stimmt, der war das mit dem. Ich hatte noch woanders welche gesehen, da war das auch so das ganze Fenster voll. Ja, und dann halt auch wieder die ganzen Tierschädel an der, Wand richtig und so. Krass. Diese ganzen Diplome, der hat, denke ich mal, Jagdhunde gezüchtet. Ja, hattet ihr die Zwinger auf der Rückseite gesehen? Da waren so ein paar Käfige. Ach für die so. Hunde. Mhm. Die seht ihr, Leute? Hinten sind, das sieht man von hier sogar auch ein bisschen, ne? Mhm. Da sind auch so Hundezwinger. Ja, auf jeden. Er hat auf jeden Fall Jagdhunde gezüchtet. Und dann haben wir erst beim zweiten hin schon gesehen, dass dieses eine Jackett an dem Waffenschrank hing. Also da war der Waffenschrank, da waren keine mehr drin. Aber hast du gesehen, wenn du das aufgemacht hast, war richtig so, dass da längst... Die Fächer so, ne? Genau, dass da die Gewehre krass, rein siehst du, das ist so interessant irgendwie, weil jeder sieht immer irgendwie noch was anderes, ja, aber auch ne? Wirklich durch Zufall. Du guckst irgendwo noch mal hin. Ah, warte, was war das? Ja. Ja, das weiter geht's zur nächsten Location. Leon ist auch fertig. Ja. Mission Jägerhaus erfolgreich abgeschlossen, ging es weiter durch die tschechischen Wälder. Ohne zu wissen, wo wir heute die Nacht verbringen werden. Beim nächsten Halt noch schnell sicherstellen, dass die Nachbarn beschäftigt sind. Leute, ihr kennt das Spiel. So, nächste Stoppe. Wir sind jetzt hier an einem Friedhof angekommen und am Ende dieses Friedhofs soll sich ein Mausoleum befinden, ein verlassenes Mausoleum. Wir checken das Ganze jetzt mal aus. Aber jetzt haben wir den Höhepunkt an Gruselfaktor erreicht. Wir befinden uns gerade auf dem Friedhof. Ah, sieht schlecht aus hier, alles zu. Aber das Ding sieht schon echt geil aus von außen. Leider ist es hier für die GoPro viel zu dunkel. Ja. Ach so, es ist offen. Ja.
echt, ey, was ein krasses Bauwerk, ey. Ja, aber alles dicht. Alles dicht. Jo, weiter geht's. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir überhaupt noch einen Spot für heute haben. Nein, da war nichts mehr. Also ging es für uns in das nächstgelegene Hotel. Home sweet home for tonight. Boah, es ist warm hier drin, ey. Ja. Geil. Oh. Ein bisschen nach Furz. Nee, das ist falsch. Deine Schuld. Und gleich noch schön ein bisschen Jacuzzi chillen. Ja, geil. Mit Unterhose. Wird da wenigstens auch mal sauber. Geil. Ach ja, das gehört auch mal aufs Natur dazu, ne? 3 Tage schläft man wie ein Obdachloser und dann dieses Kontrastprogramm hier. Nach einem wirklich grandiosen Essen und der ersten Grundreinigung suchten wir den Wellnessbereich auf. Bitte. Und jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass wir mehr Behind-the-Scenes von Touren zeigen. Während die Jungs im Whirlpool ihren Spaß hatten, gönnte ich mir den ein oder anderen Saunagang. Dann war es auch Zeit fürs Bett. Und hier endet dieses Video. Seid gespannt, was euch in den nächsten Folgen dieser Reihe noch erwarten wird. Leute, lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao.